wir haben heute sehr gut umgestaltet und ja, letztendlich ist die Höhe, glaube ich, schon auch okay. Aber wir sind froh und ich wünsche natürlich den Gladbachern und Dieter alles Liebe, alles Gute, dass wir alle beide in der Champions League landen. Ich denke, dass der Sieg absolut verdient ist. Ja, es ist natürlich ja, äußerst schwer, wenn du so in ein Spiel reingehst, wie wir es heute gemacht haben. Das war naiv. Ja, da gibt es auch gar nichts anderes zu sagen. Das ist naiver Fußball gewesen. Ja, du kannst so in ein Bundesligaspiel nicht reingehen, in der ersten Halbzeit nicht. Es muss ja schon eigentlich nach 30 Sekunden 0-1 stehen. Ja, jetzt unabhängig davon, dass ich das erste Tor abgepfiffen hätte. Und deshalb ist das dann auch im Endeffekt heute genau dieser Unterschied von 4 Toren, den man auch gesehen hat. Und da gibt es gar nichts schön zu reden. So können wir nicht spielen. So dürfen wir nicht spielen, auch nicht gegen Bayern München. Es geht nicht um Alarm machen. Es geht darum, dass wir in einer Spielsituation sind, wo sich Martin jetzt einen klaren Vorteil verschafft durch das Schubsen. Und wer Fußball gespielt hat, weiß, dass der Abwehrspieler keine Chance mehr hat, irgendwas zu retten. Ja, und unsere Spieler haben, denke ich, darauf gehofft, dass es im Videobeweis zu sehen ist, dass es ein Foulspiel ist. Wenn natürlich dann in Köln auch das so entschieden wird, dann muss ich sagen, dann können wir wieder alles machen im Strafraum. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Bei dem ist es ein leichtes Schubsen, aber das Schubsen reicht für mich nicht aus, um dort das abgepfiffen zu bekommen.